Naja, morgen neues Glück. Gell? Ja. Ne. Heute geht's in Richtung Stadtgeschichte bis jetzt Museum. Wie heißt das so schön? Schauen wir mal. Bildhübsch. Muss man gesehen haben. Vorsicht, Radfahrer. Jim. Da kann ich her. Nikolaistraße bin ich. Da hinten ist das Kunstmuseum. Museum für bildende Künste. Weil alles andere ist ja auch Kunst. Volkskunst zum Beispiel. Die Löwenapotheke. Ja, so liebe ich Leipzig. Brühl, sozusagen zentrale Stelle. Im Krieg ist hier in der Gegend viel zerstört worden. Rechts sieht man so am deutlichsten. Da findet immer noch, kann man sagen, Wiederaufbau statt. Ansonsten gibt es hier noch schöne Passagen, Geschäftshäuser etc. pp. Da lohnt sich echt der Bummel. Die einzelnen Geschäftshäuser haben im Eingangsbereich markante Figuren oder Reliefs, die auf den Inhaber bzw. Betreiber hinweisen. Das ist hier nicht der Fischmarkt, aber deutet darauf hin, worum es hier ging. Obwohl diese Ecke ist eigentlich mehr für Pelzwaren und Rauchwaren bekannt. Da vorne haben wir schon die Nikolaikirche, also da an der Ecke. Ist sozusagen die Zentrale für Pelz- und Rauchwaren gewesen. Es gibt hier verschiedene Geschäftsviertel. Im Hinblick auf die Messe natürlich zu verstehen. Und man sieht auch, wie wohlhabend gewisse Bevölkerungsteile von Leipzig durch die Messe und den damit verbundenen Verkehr geworden sind. Punkt. Ja, das Klockern der Trolleys ist hier natürlich besonders gut zu hören. Verbindung von Hauptbahnhof in Richtung Zentrum. Grimmaische Straße, würde ich sagen. Der Brunnen hier vorne. Warum ist er jetzt so dunkel? Egal. Erinnert an die Montagsdemonstrationen 1989. Zur Erinnerung. Leipzig ist die Keimzelle des Widerstandes gegen das SED-Regime und sozusagen das Vorkommando der Wiedervereinigung. Ich hoffe, man verzeiht mir diese Formulierung. Speckshof gegenüber einer der bedeutendsten Geschäftshäuser, Messehäuser, kann man schon sagen,
in Europa vom Baustil her und wahrscheinlich auch von Ausdehnung. Ich bin aber kein Architekturstudierender. Mich interessiert dieses Gebäude mehr. Wie gesagt, Keimzelle des Widerstandes und immer wieder Zentrale der Friedensbewegung, würde ich sagen. Der russische Krieg gegen die Ukraine und indirekt gegen die Europäische Union ist derzeit, leider muss man sagen, das Hauptthema. Ich hoffe, dass das putinische Regime in Moskau irgendwann mal ein Einsehen hat. Es kann ja so nicht weitergehen. Ja, noch so ein Objekt. Diese Säule aus Beton hauptsächlich ist ein Denkmal auch für diese Friedensbewegung, die den Neubeginn Deutschland 1989, 1990 kennzeichnet, entspricht von der Form her einer Säule in der Kirche. Trolli, trolli, trolli. Montagsdemonstration. Ja, ich hasse sie, diese Platten. Hier mal ein bisschen besser. Stolpern vorprogrammiert. Na, ein Streich im großen Teil der Geschichte, würde ich sagen. Ja, ich hatte es ja gesagt, aber das ist natürlich für mich besonders interessant. Ja. Muss sein. Gell? Das kommt sich einer Aufforderung gleich. Aber ich kann nicht reinfilmen, da kommen so viele Leute. Ja, ein Stückchen weiter geht's dann wieder. Wohl. Immer wieder Souvenirs, Postkarten, natürlich Antiquariate und aktuelle Bücher. Da muss ich erstmal schauen. Ein Mann aus Wuppertal, so viel ich weiß, aber da steht nicht viel über Wuppertal drin. Also nichts für mich. Über Marx und Engels wurden ganze Bibliotheken geschrieben. Das hier symbolisiert, wenn man so will, den Welthandel. Für mich interessant die Geschichte des Messepalastes.
Speckshof ist hier an der Wand dargestellt. Soweit ich weiß, aus Meißner Porzellan. Ja. Also, haben Sie eine Idee, wie bin nicht der Einzige, der hier mein Handy hochreißt. Ja, da geht's weiter. Mal so ein kleiner Schwenk. Ja, leider spiegelt alles. Also Schätze ohne Ende, man darf gar nicht so intensiv gucken, sonst ist die Brieftasche geleert. Ja, von einer Passage geht es dann in die andere. Ja, das wieder aufgebaute Gelände und das erhaltene Gelände. Leipzig bietet sehr viel, für jeden Geschmack was. Und das nicht nur, was Architektur und Kunst angeht. Genau. Bei all dem darf der Blick auf eines nicht fehlen. Das habe ich sicherlich schon mal gefilmt. 2015 bei meiner ersten Leipziger Filmserie. Schokolade und andere Leckereien. Der Elefant war wohl der Vorbehalt Firmen, Signe. Und hier bei diesem Jugendstilbau bemerkenswert ist der chinesische Turm. Weise Voraussicht, was die Handelsbeziehungen Deutschlands angeht. Dieser Museumsbesuch fehlt noch in meiner Sammlung, glaube ich. Hier heißt es nicht kleckern, sondern gell? Das hat gedauert, aber hat sich gelohnt. Pause. 12:30 durch. Labyrinth? Nee. Das war gerade. Nur damit keine Langeweile aufkommt. Import aus Griechenland. Ja, gestern griechisch essen, morgen wird heute griechisch essen. Und morgen vielleicht wieder. Oder mal arabisch, wie wäre es der Name? Auswahl ist hier riesengroß. Mittlerweile bin ich im Neubauviertel der Altstadt angelangt. Das war ich mit dem Museum eigentlich schon. Ich finde schön, dass hin und wieder daran erinnert wird, was hier früher war. In dem Fall das Griechenhaus. Yeah.
Tja, war einmal. Rekonstruktion kommt nicht in Frage. Die Häuser hier entsprechen eher den heutigen Bedürfnissen. Hin und wieder hat sich aber auch was erhalten. Das zum Beispiel. Ich gehe da aber nicht weiter darauf ein, weil ich folge jetzt der Straße nach Norden. Ja, die Sonne. Ja, ja, sie knallt heute. Am Freitag ist es hier sehr geschäftig. Bin nicht anders zu erwarten eigentlich. Die Sonderausstellungen interessieren mich nicht weiter. Aber ja, die letzte hier im Notenspiel auch nicht. Interessant, die alten Laternen. Na, das sieht nicht so einladend aus. Das Eckhaus, das ist interessanter. Da soll Friedrich Schiller mal seinen Kaffee geschlürft haben. Und nicht nur einmal. Das ist entsprechend gut restauriert. Ja, großgedreht. Ich glaube, bei dem schönen Wetter gehe ich in den Zoo. Das hatte ich letztes Mal schon. Nichts für mich. Ja, Straßenbahn. Komm gut. Thank you.